Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ich habe mal eine etwas andere Grafikkarte hier, nicht wie sonst typisch, wie ihr es vielleicht wisst, MSI-Grafikkarten, sondern ich habe jetzt hier eine von Palette. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Wird ein Teil meines neuen PC-Builds sein, dem PC-Build-Guide, wo ich alles in einem Video zusammenbaue. Das ist eine GTX GeForce GT, nicht eine GTX, eine Nvidia GTX GeForce 760 mit 2 GB GDDR5 RAM und ein paar Technologien, die natürlich hier mit dabei sind, wie TXAA, 3D Vision, Physics, SLI Ready, GPU Boost 2.0. Da regelt sich halt die Taktung, die Boost-Taktung nach oben, sobald ihr weniger Energie verbraucht und sobald die Temperatur des Prozessors geringer ist, wie die Höchsttemperatur, die bei 97 Grad liegt. Dann können 4 Displays, beziehungsweise eigentlich 3 Displays gleichzeitig betrieben werden. Auf der Rückseite steht da Näheres nochmal dazu. Und der Grafikprozessor wurde in einem 28-Nanometer-Verfahren gefertigt. Nun, dann gehen wir mal auf die Rückseite, bevor wir uns das Innere mal angucken. Und zwar stehen hier nochmal so ein paar Spezifikationen. Hier oben Werbung, tolle Spiele, bla bla bla, Gedöns. Dann hier steht in Deutsch, GeForce GTX Chipsatz ist hier verbaut, DirectX-Unterstützung inklusive DirectX 11. Da ist dann so ein kleines Sternchen mit dabei. Steht hier aber keine genaue Beschreibung. Ah, doch hier. Microsoft DirectX 11.1 API Feature Level 11-0. Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann unterstützt OpenGL 4.3 und niedrigere Versionen. Das stimmt nicht mehr ganz. OpenGL 4.4 müsste schon draußen sein. Und natürlich sind die Treiber für alle gängigen Betriebssysteme mit dabei. System Requirements, auch klare Sache. Hier, ihr braucht die PIN-Anschlüsse, ihr braucht einen X16 oder ihr könnt einen X16-Platz auf eurem Mainboard haben. Ihr könnt natürlich das auch mit X8 betreiben, aber das hat nicht so viel Sinn. Dann braucht ihr natürlich Minimum 500 Watt Netzteil und 300 MB Available Hard Disk Space, also Arbeitsspeicher. Festplattenspeicher. Dann haben wir noch 2 GB System Memory, habe ich ja vorhin schon gesagt. Gibt es auch in 4 GB, macht aber für mich zum Zocken weniger Sinn, eher zur Grafikbearbeitung. Und denn das ist auch klar. Dann haben wir noch GPU Bus, habe ich schon genannt. Adaptive V-Sync, finde ich nicht so eine schlaue Technologie, braucht man nicht unbedingt. Und Nvidia 3D Vision. Das war es eigentlich von der Seite. Machen wir mal hier auf. Das ist auch eine coole Funktion. Man hat hier so eine Klappfunktion mit hier so, wie heißen die denn? So Klettverschlüssen, genau. Hier hat man einen kurzen Blick auf die Verpackung. Finde ich sehr cool sowas. Sieht man selten. Und dann haben wir hier noch ein paar Beschreibungen. Hier oben, was ihr wissen müsst, Overclocking. Die Grafikkarte wurde übertaktet von dem Basisclock von 980 MHz auf 1072 MHz, der Baseclock, und der Boostclock wurde von 1033 auf 1137 MHz erhöht, was ein recht guter Wert ist, womit man auch gut zocken kann. Dann haben wir Extreme Quiet, also 5 Dezibel wurde es verringert. Das hat jetzt aber nichts mit Extreme Quiet zu tun, weil 5 Dezibel ist fast gar nichts. Dann Extreme Cool, also ob das jetzt dann so laut wird oder nicht, das sehen wir dann in den Tests, später im PC-Bild. Extreme Cool, 10 Grad wurde es auch heruntergefahren, die Temperatur im Gegensatz zum Referenzdesign. Dann sorgen natürlich für diese drei Features, sorgen natürlich ein paar Technologien, wie zum Beispiel der Turbofan, der Dualfan, ein optimierter Airflow. Dann haben wir noch LED Lightning. Das wusste ich bisher noch nicht. Das wird auch nirgendwo beschrieben auf der Seite. Das sehen wir dann noch. Das kann wahrscheinlich dann mit der GeForce Experience Software steuern. Dann haben wir Simultaneous 3x DVI Monitor Support. Sehr coole Sache. Dann haben wir energiesparende und vor allem nicht zu heiß werdende MOSFETs hier um den Prozessor rum. Und natürlich PCI 3.0 Ready. Dann hat Palette noch eine
ja, so eine Technologie mit dabei, beziehungsweise eine Software, mit der man das ganze Zeug noch übertakten kann. Dann klappen wir das mal wieder zu und machen die Verpackung auf, indem wir hier oben an der Lasche ziehen. So, dann haben wir hier so eine Verpackung, da ist nichts mehr drin. Und können erstmal dieses Segment hier rausnehmen und schauen uns mal die Accessories an. So. Und zwar befindet sich hier drinnen ein DVI auf VGA. Das hier finde ich cool, habe ich noch nirgendwo gesehen bisher in der Grafikkarte, dass es mit dabei ist. Und zwar DVI auf HDMI. Ach nee, HDMI auf DVI. Finde ich eine coole Sache. Manche Leute haben kein HDMI an ihrem Monitor. Dann haben wir hier noch zwei Molex auf 6-Pin. Habe ich auch noch nie gesehen, dass das irgendwer benutzt hat. Dann haben wir hier noch die Treiber-CD. Solltet ihr vielleicht am Anfang benutzen bei der Systeminstallation, aber weiterhin nicht. Da solltet ihr dann auf die Website gehen. Dann haben wir hier noch ein schönes Produktportfolio. Auch sehr cool. Stehen so ein paar Instruction Guides drinnen. Und hier noch so ein kleiner Sticker. Schauen wir mal. Sowas hier. Ich glaube, das ist gar kein Sticker. Das ist so ein Tattoo wahrscheinlich, oder? Ja, braucht man nicht. Weiß ich nicht, wer sowas will. Alles Marketing-Gedöns. So, Zeug, was keiner braucht, was man aber dann letztendlich trotzdem zahlt. Muss ich nicht haben. Dann schauen wir uns die Grafikkarte an. Da muss ich sagen, hässlich. Und zwar aus dem Grund, was ist das für ein Plastik? Also wenn es wiederverwertbares Plastik ist, also so ein, ja, so ein Polymer, was man eingeschmolzen hat und wieder recycelt hat, finde ich es cool. Steht aber nirgendwo drauf. Warum ist das so gelb? Also die hätten da auch so ein durchsichtiges machen können oder eine ganz normale Verpackung. Naja, okay. Meckern auf hohem Niveau. Und dann nehmen wir die Grafikkarte raus. Wenigstens das haben sie gemacht, so ein Ding hier drunter gemacht. Es war auch keine antistatische Hülle mit dabei. Finde ich auch nicht so doll. Aber ich will mal nicht so viel meckern. So, das ist die Grafikkarte. Mir gefällt sie. Sieht sehr schön aus. Wir haben hier das Heatsink so ein bisschen ja, mit ein paar Akzenten, leider nur aus Plastik. Hier so ein bisschen Gold, ein bisschen Rot, ist die einzigste Grafikkarte, die mir so bekannt ist, die so ein bisschen Gold benutzt. Werde ich auch bald brauchen, deswegen habe ich mir die hauptsächlich gekauft, weil die hier so ein bisschen Gold ist, weil das in meinem PC-Bild auch ein bisschen Gold sein soll. Golden. Dann haben wir hier diese zwei Lüfter, bei denen hier noch irgendwo LEDs mit drin sein sollen. Ich weiß aber nicht wo, wahrscheinlich unter dem Lüfter, weil ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick keine. Sind schöne Lüfter, gefallen mir gut, sehen auch relativ cool aus. Dann haben wir hier auf der Oberseite natürlich zwei 6-Pin-Anschlüsse. Ich hatte schon eine Grafikkarte von MSI, die hat einen 6- und einen 8-Pin benutzt. So finde ich das aber auch nicht schlecht, solange der nicht so viel Power braucht, ist in Ordnung. Die Grafikkartenpower, die gebraucht wird, liegt bei 170 Watt, ist also ein Wert, der in Ordnung ist und der auch beim Referenzmodell so ist. Dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Die ist ein bisschen spezieller wie das, was wir sonst immer hatten. Und zwar, wir haben hier das PCB, was eigentlich nur so lang ist. Und der Rest ist hier der Kühlkörper, der hier ein bisschen noch mit drüber geht. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich entwickle solche Grafikkarten nicht. Aber anscheinend hat man da ein bisschen mehr Kühlpower. Natürlich, weil da mehr von diesen Fins bzw. von diesem Radiator mit drinnen ist. Hier unten die PCI-Lane mit der Goldbeschichtung, der Kontakt. X16 solltet ihr benutzen, damit ihr genug Power habt. Hier oben haben wir noch die SLI-Finger, die beiden. Das heißt, ihr könnt SLI betreiben, wenn ihr das wollt. Hier haben wir noch die vier Schrauben, mit denen man beispielsweise den Kühlkörper ändern könnte und eine Wasserkühlung draufbauen kann. Und hier, was auch recht cool ist, was ich jetzt gerade auch. Wow, das finde ich geil. Schwarzes PCB. Ich kenne ja von MSI nur die etwas brauneren und das gefällt mir
Jetzt hat so im Nachhinein recht gut. Doch, doch. Ist schön, ja. Und dann haben wir hier noch dieses Teil hier an der Seite, diese Befestigung ist mit Metall gefertigt, beziehungsweise ist aus Metall gefertigt und geht hier weiter und dient als so eine kleine Befestigung. Finde ich auch cool. Dann haben wir hier oben das Pellet-Logo. Dafür ziehen wir mal diese Schutzfolie hier ab. Die solltet ihr auf jeden Fall abziehen, wenn ihr die Grafikkarte einbaut, da das heiß wird. Hier. So. Und zack, da haben wir es abgezogen. Und wow, sieht doch geil aus. Das ist wie, ja, sieht fast wie der Crucial-Arbeitsspeicher aus, dieses komische gebrushte Zeug hier. Gefällt mir. Dann haben wir auf dieser Seite noch die nötigen Anschlüsse, und zwar HDMI, DisplayPort, DVI und nochmal DVI. Und noch was zu sagen? Ja, hier unten sieht man vielleicht noch die Heatpipes. Sind relativ dünn, muss ich sagen, und leider nur drei Stück. Aber solange die Kühlung stimmt, habe ich kein Problem damit. Und dann sieht man hier auch noch, das gefällt mir auch gut, diese Lüfterkabel hier, was man sieht, die sind schwarz. Ich hatte schon Grafikkarten, bei denen waren die gelb, blau und was weiß ich und haben nicht zum Design gepasst, aber hier passen die recht gut. Und man sieht hier auch ein bisschen durch den Kühlkörper durch die Fins, also diese, boah, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll auf Deutsch, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Radiatoren. Und hier haben wir noch so dieses Logo, dieses asiatische Design mit dem GTX-Logo hier vorne auch mit drauf. Gibt eigentlich mehr gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und die Benchmarks und so finden wir dann im PC-Bild wieder. Vielleicht noch ein paar Daten kurz zum Schluss. Wir haben hier ein paar Sachen verändert. Und zwar der GDDR5 Arbeitsspeicher hat keine Bandbreite mehr von 192,2, sondern 198,4. Soll auch ein bisschen besser sein. Ob man das jetzt dann am Schluss merkt, werden wir sehen. Dann haben wir natürlich noch Microsoft DirectX 11.2 Unterstützung, OpenGL habe ich schon genannt. Dann gibt es noch, genau, zu den Längen noch was zu sagen. Und zwar, wir haben eine Länge insgesamt von 247 mm auf eine Höhe von 112 mm. Das heißt, ihr solltet die Grafikkarte in wirklich jedes Gehäuse reinbringen. Da sollte wirklich kein Problem auftreten. Das heißt, die ist eigentlich mit allem kompatibel, was es so gibt. Und deswegen gefällt mir das ganz gut. Und ja, was sie so leistet und ja, wie sie so aussieht, auch dann im Gehäuse später, sehen wir dann im Video. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut euch die anderen Videos an. Unter mir seht ihr jetzt noch zwei weitere. Und Social Media Plattformen ebenfalls. Schreibt in die Kommentare gern irgendwas, ob es euch gefällt, die Grafikkarte oder wie toll ich bin. Sowas mag ich auch immer gerne. Okay, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Haut rein und Servus.